Hey, hier meldet sich Sven mit Lufia 2. Wir haben im letzten Video den Rachetempel abgeschlossen und den Rachegeist besiegt. Und jetzt sind wir zurück ins Dorf gekommen, um zu sehen, was so los ist jetzt. Und hier steht Iris. Iris, was machst du hier? Ich warte auf dich. Auf mich? Ja, ich will dich etwas fragen. Können wir kurz unter vier Augen sprechen? Könnt ihr nicht. Ich spreche mit Sven, nicht mit dir. Nein, nein und nochmals nein. Vertraust du Sven etwa nicht? Scheinst nicht sehr sicher zu sein, was seine Treue zu dir angeht. Das stimmt nicht. Dann beweise es. Was? Über dem Meer liegt im Süden die Stadt Durinea. Westlich davon findet man den Turm der Wahrheit. Dort erfährt ihr die ganze Wahrheit. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr den Mut dazu habt. Für wen hält sie sich eigentlich? Iris war irgendwie ganz anders, als sie sonst ist. Du scheinst diese Frau ja sehr gut zu kennen. Ich? Du scherzt. Sven, stimmt etwas nicht? Sven, sei nicht so albern. Sie ist nicht albern. Es wäre doch möglich. Ati. Sie schüttet noch Feuer ins Öl. Sie schüttet noch Öl ins Feuer. Hier, ne sie. Ati ist weiblich. Elfen können ganz schön frech sein. Sven, auf nach Durinia. Und nur dahin. Schon gut, schon gut. Okay. Der kritische Spieler hinterfragt natürlich diese Situation. Was sollte das alles gerade? Vor allem, was wollte Iris mir sagen? Sie wollte mir doch im allen Ernstes ein Liebesgeständnis machen oder so. Ja, was auch total untypisch oder so wäre, weil bisher ist sie ja nur als die absolut geheimnisvolle, mysteriöse Frau aufgetreten, die aus dem Nichts erschien und irgendwelche Hinweise hat fallen lassen, und sonst hat man ja nichts mit der zu tun. Wieso sollte die plötzlich, ja, irgendwie Gefühle für mich entwickeln? Sie ist ja nicht so, im Gegensatz zu Selan, die ja halt immer in der Partie ist, erlebt sie mich ja nicht von Tag zu Tag eigentlich. Aber, wie gesagt, sie ist geheimnisvoll. Kann ja irgendwie sein, dass sie irgendwo in ihren so einen Raum sitzt und die ganze Zeit über ihre Kristallkugel mein Vorgehen beobachtet. Na gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wer weiß. Okay, wir kaufen jetzt die letzten Zauber. Und da ist Abaddon mit dabei, das freut mich. Ein mächtiger Lichtzauber. Der macht, glaube ich, jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe von diesem Skript da. Okay, wir sollten kurz übernachten. Macht er, glaube ich, 600 Schaden plus die Intelligenz, die Arti besitzt, glaube ich. Und so viel Schaden, also so berechnet sich der Schaden von allen Zaubern, glaube ich, irgendwie. Also irgendein Grundschaden plus die Intelligenz. Gut, dann gehen wir jetzt zum Turm der Wahrheit. Oh, Cockatoris. Ich dachte, die gäb's ja schon gar nicht mehr. Aber die haben sich offenbar sogar auf diese Insel hier ausgeweitet. In letzter Zeit nehme ich relativ viele Lufia-Videos auf. Das liegt daran, dass ich zurzeit kein anderes Spiel habe, was ich Let's Player eben, ne? Aber keine Sorge, es wird bald mal wieder was anderes kommen. Zwar nichts Neues sozusagen. Also nicht grundsätzlich Neues, aber was anderes halt. So, ich muss erst den Hebel drücken. Ja, ich mach's natürlich wie immer. Monsterkämpfe, nur wenn es nötig ist. Und ein Rätsel. Ach so, ja, wir müssen. Das war falsch. Nee, das war richtig. Also zuerst den. Ich glaube. Nein, das war falsch. So, jetzt haben wir das Muster übernommen und jetzt öffnet sich die Tür. Ach scheiße, ich laufe in eine Hydra rein. Sind auch noch Aqua-Hydren.
Ja, ich bin ein wenig verschnupft. Ich komme ja gerade erst aus der Uni. Und ich fahre ja immer Fahrrad. Also ich bin eine schöne Strecke durch die Kälte gefahren. Wieso denke ich immer noch, dass Aquahydren empfindlich gegen Feuer sind? Wahrscheinlich, weil sie Aqua im Namen haben, aber wie man sieht, ist das nicht richtig. Zauber macht nur den ganz normalen Schaden. Und vielleicht sogar ein bisschen weniger. Ja, jetzt haben wir noch alle überlebt, ey. Wow, mein Kapselmonster steht mit einem Schlag. Ätzende Viecher sind das ja. Versuche ich es natürlich mit meinem Lieblingszauber Donner. Ja, das war kein Bringer. Ach ja, Arti trägt ja den Drachenspeer, ne? Ich glaube, der macht Wasserschaden. Man kann übrigens auch irgendwie, was ich erfahren habe, auch irgendwie so, ich glaube, Elemente miteinander kombinieren. Hydrasteine erhalten. Brauche ich aber nicht. Also was ich meine ist, dass man zum Beispiel sowohl Licht- als auch Schattenschaden machen kann, zum Beispiel. Es gibt ja diesen Zombie-Ring, ist das, glaube ich. Der macht nicht, dass die Gales-Klinge irgendwie wieder. Keine Ahnung, dass die Geistlinge bei Untoten Schaden anrichtet, sondern der Zombie-Ring verleiht einem die Fähigkeit, dass man Lichtschaden macht. Ja, und dadurch macht die Geistlinge, glaube ich, sowohl Schatten als auch Lichtschaden. Okay, jetzt nochmal das Spielchen von vorn. Habe ich gut gemacht. Oh Mann. Scheiße. Ich hab mich wieder mit der Tastatur vertan. Mit meinem Controller. Und Tralala ist ziemlich scheiße. Wie man sieht. Boah, diese Serien sind so ätzend. Die können alles. Sie können verwirren. Die können einschläfern. Es läuft absolut herrlich mit denen. Flieht man besser aus dem Kampf. Und heilen wir auch nicht schlecht. Weiter hoch geht's. Was ist hier rechts? Okay, nur der Rückweg. Von weiß ich nicht woher. Werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Ja, das Ding steht da relativ verdächtig. Also ich glaube, das Monster war, was da gerade war, ist so programmiert, dass es normalerweise irgendwie auf einen zuläuft und einen in einen Kampf verwickelt. Einfach nur um des Kämpfens willen. Okay, hier haben wir wieder solche Kugellager, die blasen einen durch die Gegend. Ja, und halt ein kleines Rätsel. Also sie blasen einen einfach in ihre Blickrichtung sozusagen und man kann da nichts gegen machen. Kann nur hoffen, dass man halt an eine Wand geblasen wird und so einfach an der Wand entlang gehen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Okay, Zyklopen. Ach Mann, was mich auch noch aufregt, irgendwie, wenn mein PC nicht so lahm wäre und so, dann könnte ich noch eigentlich mehr Let's Playen. Oder wenn mein PC irgendwie mehr Speicherplatz hätte oder so.
Ach übrigens, Inferno macht, glaube ich, die Intelligenz, die man Kapselmonster hat. Also ich kann es nochmal zeigen, er hat eine Intelligenz von 239, genau. Und das wird, glaube ich, irgendwie noch mit einem Faktor multipliziert. Ich glaube, normalerweise ist es irgendwie mal 6. Also deswegen, weil halt das Feuerkapselmonster eben doch eine ganze Menge an Intelligenz bekommt, haut das eben übelst rein. Weiheschwert. Kann ich nicht tragen. Selan kann es tragen, aber ich behalte lieber den Phönixstab. Ja, der Fluchbogen. Den kann ich noch anziehen mit Arti. Dann entfluchen. Kostet natürlich ein bisschen Geld, aber ist auch nicht so viel. Ach Mist. Und dann wird er zu Artis Bogen. Und mit diesem Bogen kann Arti dann alle Gegner auf einen Schlag angreifen. Das ist ungefähr auch das, was Lexus halt hatte mit seiner Furuga. Alle Gegner auf einmal in einen Schlag angreifen. Ich weiß nicht so wirklich, ob sich das unbedingt lohnt. Weil es haut jetzt nicht so den übelsten Schaden raus. Und, naja, mit Arti zaubere ich meistens eh mehr. Ah. Wir sind den ganzen Weg nur gegangen, um das Weiheschwert hier zu kriegen. Gut. Ja, von mir aus. Heilen! Habt ihr das gesehen? Das Viech bewegt sich mit der Schnelligkeit eines Meuchlers. Obwohl es eigentlich nur Sirenen sind und die normalerweise viel langsamer sind. Dieser Stein hier, dieser Block ist nur dafür, dass man hier zurücklaufen kann. Okay, es geht hier chronologisch voran, immer ein höher. Und gucken, was der Stock so zu bieten hat. Erstmal wieder ein Rätsel. Nur ein Schalter ist richtig, die anderen sind nichtig. Ach, wieder sowas. Ach ja. Oh Mann. Ja, man muss sich das Muster hier jetzt merken und hierauf wieder übertragen. Aber ich habe keine Ahnung, welche Reihenfolge es ist. Oh. Ah ja, ich weiß wieder, wie das geht. Also. Gut, wir können uns schon mal das so merken, dass sie von rechts nach links halt der Reihe nach in der Höhe halt variieren. Also, deswegen gehe ich zuerst so, dann so, dann so, dann so und dann so. So wird's gemacht. Und das sind, glaube ich, Donnerbestien. Eine, naja, höher entwickelte Art der Grizzlybären aus dem Blumenberg. Und diese Viecher sind auch eine höher entwickelte Art von, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, aber die sind zum Kotzen. Richtig scheiß Gegner halt. Noch mehr Rätsel. Wir haben eine Tür geöffnet. Ach ja, genau. Ja, der Schalter, auf den die Kiste liegt, also die Richtung, in dieser Richtung öffnet sich die Tür. Also ich hatte die Kiste jetzt nach links gelegt, deswegen hat sich die linke Tür geöffnet. Und hier haben wir saumäßig viele Gegner. Hier ist erstmal eine Tür.
Scheiße, Mann. Ein Überraschungsangriff. Na, ich mach's ungern, aber ich muss hier im Kampf unterbrechen. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.